Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, ich habe wieder Geld gesammelt und in der letzten Folge habe ich auch was versprochen. Dieses nukleare ICBM. Das machen wir heute. Vielleicht nur nicht gleich am Anfang, aber auf jeden Fall so in der Mitte. Ja, da habe ich wieder 1 Million eingesammelt. Direkt mal ein Flugzeug versenkt. Mein Militär ist wieder auf höchster Stufe. Auch das lokale Militär habe ich überall auf die höchste Stufe gebracht. Ich würde jetzt vielleicht mal so ein bisschen hier diese ganzen kleineren Staaten übernehmen. Also so bis hinter Polen würde ich gerne kommen. Damit fangen wir auch gleich an. Noch ein Flugzeugabsturz. Juhu. Ich würde sagen, übernehmen wir Österreich zuerst. Ja, ich glaube, greifen wir einfach mal Österreich an. Attacke. Und? Die fahren mal wieder den langen Weg außen rum. Komplett unnötig. Aber wenn sie unbedingt wollen. Ja, das gegnerische Militär ist nicht so gut. Hat knapp die Hälfte. Ja, da schießen sie sich natürlich tot. Und dann haben wir auch gleich einen weiteren Staat eingenommen. Ja, und da haben wir auch schon gewonnen. Wir gehen wieder zur Armee. Maximal von allem kaufen. Ihr kennt das ja inzwischen schon. Rabatt auf dem Markt dieses Landes, Japan. Okay. Das will ich gleich mal ausnutzen. Wo war das? Japan. Von Japan kaufen. Für 50. Also pro Stück. Und dann kann man es für 100 verkaufen. Also macht man doppelten Gewinn. Deshalb will ich das gerne nochmal schnell machen. Hier Opium. Und in China dann verkaufen. 50.000 Gewinn. Sehr schön. Aber ich glaube, das lasse ich dann jetzt erstmal. Hier haben wir auch noch eine Menge zu machen. Das lokale Militär verbessern ist natürlich nützlich. Und hier die Autoproduktion, Medikamente und Schwermaschinenfabrik. Noch ein Flugzeug abstürzen lassen. Und dann greifen wir direkt Tschechien an. Und die laufen wieder falsch. Ich hasse es. Oh, die haben nur die Armee selber. Tja. Die ist aber gar nicht mal so schlecht. Hat 3 Sterne. Und ein bisschen. Das heißt, da werden wir ein bisschen was verlieren. Ja, während die sich noch ein bisschen beprügeln, kann ich ja noch mal gucken. Ohne kam die. Den können wir in Indien gut verkaufen. Und da haben wir auch schon den Krieg gewonnen. Noch ein bisschen Honig verkaufen. Das Gewehr kaufen wir schon mal. Aber dann gehe ich noch mal schnell zurück.
hier Tschechien. Wieder Autofabrik, Autoteile und Schwermaschinen. Dann noch das Militär. Und wieder die eigene Armee. So. Ausländische Macht, Angriff, Update, was? Tschechien? Die Türkei möchte Tschechien übernehmen. Gut, dann sollen sie es versuchen. Ich bin hier vorbereitet. Und währenddessen übernehmen wir hier noch Slowenien. Attacke. Ja, so langsam gibt's echt Widerstand hier. Gefällt mir nicht so. Langsam greifen mich auch andere Länder an, nicht nur die Rebellen. Und vielleicht sollten wir auch eine Atombombe abwerfen. Da haben wir Slowenien auch übernommen. Verbessern die lokale Armee. Die eigene Armee wieder. Gut, dann machen wir jetzt ein nukleares ICBM auf die Türkei. 150 Punkte Schaden zu. 714. Klicken, um fortzufahren. Dann, ja, die sind natürlich nicht geordnet. Das ist sehr schön. Dann müssen wir mal durchgucken. Oh nein, die greifen schon an. Zu spät. Egal. Ach, das kriegen die nicht hin. Spanien. Spanien gibt es ein Rebellen-Update. Jep, die sind gut aufgerüstet, aber ja. Tschechien hat gewonnen. Zumindest meine Armee in Tschechien. Ja, das ruft nach einem Vergeltungsschlag. Da kriegt ihr ein Flugzeug ab. Ja, machen wir weiter. 763, fortfahren. Da, Türkei, fortfahren. Zielland und starten. Da startet eine Rakete. Echt krasse Animation. Okay. Ah, zweite Stufe. Ich kenne mich ja inzwischen ein bisschen aus. Mit SFS zum Beispiel. Und boom. Ja, da haben wir auch unseren ersten Bericht. Die Armeestärke wurde auf 20 reduziert, Marinestärke 20 und Luftwaffe 20. Oh, und in Spanien habe ich die Rebellen vernichtet. Und da haben wir noch ein Flugzeug. Die haben alle nur noch einen Stern. Gut. Dann beende ich es jetzt. Das war's mit der Türkei. Die übernehmen wir jetzt. Mit nur einem Stern ist das easy. Oh, ja, die wollte ich noch verbessern. Hätte ich verbessern können.
So, und die Produktion. Hemden, Schmuck, Autos und Gold. So, noch ein Flugzeugabsturz. Und ich glaube dann, warte mal, ist das hier auf höchster Stufe? Nein, natürlich nicht. Dann mache ich das mal noch, damit wir schneller Geld bekommen. Und dann ist Polen dran. Und nein, ich habe es wieder vergessen. Tschechien. Ungarn will Tschechien angreifen. Gleich. Ungarn, da ist Ungarn. Dann greifen wir gleich auch Ungarn an. So, da haben wir auch Polen. Weine, Wein, Schuhe und Autos. Kostet natürlich jetzt eine ganze Menge, alles zu verbessern. Aber ich muss Ungarn gleich angreifen. Schade, dass es nicht so was gibt, wo man einfach einen Knopf drücken kann und komplett alles wird aufgefüllt. Das würde es erheblich erleichtern. Und wäre auch nicht so kompliziert. So, Ungarn. Und damit übernehmen wir auch schon einen sehr großen Teil von Europa. Ungarn hat es nicht geschafft, Tschechien anzugreifen. Pech gehabt, würde ich sagen. Ungarn? Hä? Kommen die denn auf einmal her? Wo kommen die her? Ich habe Ungarn gerade übernommen. Komisch. Die haben einfach trotzdem angegriffen. Obwohl ich die gerade davor noch übernommen habe. So, ich glaube, als nächstes einfach die Slowakei angreifen. Ist ja ganz in der Nähe. Dann hätten wir auch schon sehr, sehr großen Teil von Europa. Da geht die Stärke runter. Rebellen-Update. Ja, die haben hier ein bisschen was auf dem Kasten. Aber nicht genug. Und da haben wir auch gegen die Slowakei gewonnen. Noch mehr Autos, Autoteile und Schwermaschinen. Ich glaube, einen Angriff machen wir noch. Danach habe ich auch kaum noch Geld.
So. Ah. Ja. Wo greifen wir noch an? Sollen wir Russland angreifen? Ich weiß nicht. Oha. Hier gibt's den Rebellenaufstand. Greifen wir mal noch Kroatien an. Und hier die lokale Armee natürlich wieder verstärken. 42 hat die Armee. Nicht viel. Es reicht knapp für 2 Sterne. Und dann ist Kroatien auch gleich am Ende. Bosnien ist noch schlechter. Ich will einfach weitermachen. Ja, meine Armee ist noch stark genug. Einfach nochmal Bosnien angreifen. Ich kann einfach währenddessen noch verbessern. So. Und da haben wir auch schon Bosnien. Nur Schuhe, mehr nicht. Ist ein bisschen wenig. So, ich würde sagen, jetzt haben wir schon einen Großteil Europas. Hier haben wir halt noch diesen riesen Batzen. Und hier noch einiges. Und dann Russland. Aber ihr seht hier, die sind ja auch blau wie Russland. Das herrschende Land ist Russland. Deshalb würde ich erstmal Russland angreifen wollen. Japan. Japan wird Tschechien angreifen. Okay. Ja, das Militär ist hier gut. Dann verbessere ich nochmal den Rest der Armee und dann war es das auch mit der Folge. So. Da einmal ein bisschen rausgehen. Ja, wir haben schon eine ganze Menge von Europa. Wir haben auch mit Atombomben geschmissen. Und mit Flugzeugen natürlich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.